Willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2 mit mir, dem Hexacore. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses schicke Sternchen freigespielt. Das wollen wir doch auch direkt mal erledigen, würde ich sagen. Spricht ja schließlich auch nichts dagegen. So. Ah, jetzt habe ich auch wieder lange nicht gespielt. Und heute haben wir ausnahmsweise mal nicht Donnerstag, wie sonst immer. Sondern heute ist Dienstag. Ich habe jetzt gerade mal eben ein bisschen Zeit, weil ja, ich nicht mehr viele Parts habe. Und deswegen ja, möchte ich heute eben mal eine Folge aufnehmen, damit ich zumindest noch, oh shit, zumindest noch ein bisschen was habe und ihr was zu sehen bekommt. Richtig. Ja. Und wow, jetzt werde ich sagen, würde ich sagen, mal nicht. Fahren wir mal zu dem schönen Stern und holen uns auch natürlich wieder ein bisschen was an Geld ab. Denn dieser Stern verspricht uns ja 1500 mehr auf unserem Konto. Was ich natürlich jetzt an für sich gar nicht mehr so schlecht finde. So, das sind wir auch schon. Oh shit. So, gut, jetzt müssen wir einmal uns hier reinstellen. Oh, ich weiß was. Ja, das ist eine relativ knifflige Angelegenheit. Jetzt, weil da muss man schon relativ schnell sein jetzt. 1 Minute 15 ist nicht allzu viel. Ich glaube, das ist eins, was immer relativ knapp ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast es erfolgreich geschafft. So, jetzt schnellstens hier rein. Hoffentlich kommt mir jetzt hier nichts Böses entgegen. Alter. Oh. Ah, wir schaffen das nicht. Ah. Du bist denen aufgefallen, Junge. Dein Wagen ist in der nächsten Aufgabe von Auto Motor. Alter, war das knapp. 2 Sekunden oder was hatten wir noch? So. Jetzt Kamera wechseln. Genau. Protzen, machen wir mal schön die Motorhaube auf, die Flügel. Ah, ne, dann muss. So. Foto machen. Läuft. Puh. Das war knapp. Kann man das so sagen? Ich glaube, man kann das so sagen. Ja. Dann wollen wir doch als nächstes jetzt mal das Street X-Rennen da hinten fahren. Denn das liegt hier so relativ nah an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin und auch eben noch war. Oh, Moment, hier rein. So, dann fahren wir das doch einmal. Ich wollte gerade schon. Ja, toll. Nur weil er jetzt so möchte gern innen fahren wollte, konnte ich nicht innen fahren und er hat mich dadurch blockiert. Oh shit, es geht hier weiter rum. Egal, den Corolla kriegen wir schon. Wenn vielleicht nicht in dieser Runde,
Aber in der nächsten kriegen wir ihn. So. Zack. Oh yeah. So. Läuft doch eigentlich ganz, ganz gut bisher. Oder auch nicht. Das hier war nämlich eher schlecht. Jetzt komme ich in die Kurve nämlich scheiße rein. So, aber jetzt kann ich wieder gucken, dass ich vernünftig um die Kurven komme. Schon hier außen rum. Und ah, es ist ein bisschen knifflig, aber das sind diese Streak X-Rennen ja auch. Sollen sie ja auch sein. Weil hier kommt es ja nur wirklich darauf an, schön eng die Kurven zu nehmen. Um dann, ja, damit man besser fährt als die anderen. Aber der Corolla, der hält sich ganz gut, finde ich. So, aber jetzt haben wir noch mal ein bisschen abgehangen im letzten Abschnitt. Ja, hätten wir das doch auch geschafft. Sehr gut. So, was haben wir jetzt Schönes? Oh, ein URL-Rennen. Das fahren wir noch. So viele URL-Rennen können es jetzt nicht mehr sein. Ich habe mir, wie gesagt, auf meinem Zettel leider nicht. Der ist mir auch irgendwie abhanden gekommen. Dieser Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Also kann ich auch leider nichts machen. Ja, aber vielleicht haben wir jetzt noch nach dem hier noch drei oder sowas. Also ich glaube nicht, dass es noch so außerordentlich lange dauert, bis wir bis der Sponsor, den wir haben, erfüllt ist. Also unsere Aufgaben für das Geld, was wir dafür bekommen haben. Sehr schön. So. Drei Runden. Na, herzlichen Glückwunsch. Drei Rennen heißt das also. Was hat er vor? Ich bin doch sowieso schneller als du. Also geh mir bloß weg. Ach. So, bei uns läuft es auch gerade. Eigentlich bin ich der Meinung ganz gut. Noch sind wir zwar nicht Erster, aber diesen Fokus, der vor uns, kriegen wir schon noch. Das sollte eigentlich kein Ding sein. Ach du Arschloch, ey. So, haben wir ihn mal schön nach außen getrieben. Ich schätze, er freut sich. Und ah, Mist, da geht die, macht die Kurve ganz schön zu. Aber das soll mich nicht stören, denn vom ersten kriegen die mich jetzt erstmal nicht weg. Und jawohl. Ha, jetzt habe ich die auch mal so schön innen genommen, wie die das eben gemacht haben. Also läuft das doch eigentlich so schön mit Nitro aus der Kurve raus, damit man auch schön Abstand gewinnen kann von denen. Zack. Boah. Aber wir sind schon in der dritten Runde. Von dreien, also eigentlich ganz cool. Das heißt, danach nur noch zwei Rennen. Das ist doch schön. Das ist echt schön zu wissen. So, bisschen langsamer. Und jawohl.
hasse diese Kurve hier ja mittlerweile. Und auf Wiedersehen. Was man mit Nitro anders machen kann, wie viel Abstand man eigentlich dann gewinnen kann. So, Burnout haben wir hingelegt. Ich sammle hier gerade noch ein bisschen Windschatten. Denn jetzt habe ich viel Nitro und kann schön von denen verduften. Ein Audi TT vor uns, okay. Lol, wo wollte er jetzt hin? Gut, die Runde sieht etwas länger aus. Insgesamt aber hat für mich bisher die schneller zu fahrenden Kurven. Zumindest sieht das bis jetzt so aus, also. Aber trotzdem, glaube ich, brauchen wir länger. So, also man kann eigentlich im Schnitt rechnen für so ein URL-Rennen mit drei Runden, die man fahren muss, also drei Strecken, braucht man so 10 Minuten. Meistens in etwa durchschnittlich 10 Minuten. Sagen wir durchschnittlich 10 Minuten. Oh. Eigentlich ja noch relativ okay, wenn man ja immerhin drei Strecken fährt, dann nur drei Runden, die eigentlich allzu lang sind. Aber man weiß halt doch, dass man nur ein Rennen am Ende abgeschlossen hat. Aber naja, man kommt halt gut Geld dafür und das ist auch immer gut. Gut Geld ist immer gut. Das sollte man so sehen, ja. Zack. Oha. Oh nein, zu weit außen. Egal, mit Nitro rausbeschleunigen. Und schon sind wir wieder in der dritten Runde. Yeah. Aber die sind gerade heftig an uns rangekommen. Aber das soll mich jetzt nicht stören, ich bin ja immer noch Erster. Oh shit, das war jetzt so nicht geplant. Aber gut, dass sie doch so nah an mich rankommen, war eigentlich so jetzt nicht angedacht. Deswegen ändern wir das doch einfach wieder. Oh nein, ein bisschen abbremsen. Schön außen bleiben und dann innen reinfahren, damit man, naja, ihr wisst, was ich meine, aus wieder rauskommt. Aber nicht so weit wie ich. So, was wollen die Lappen mir noch sagen hier? Zack. Das war Strecke 2, soweit ich weiß. Ja. Mist, ich wollte wieder einen schönen Burnout hinlegen. Aber das hat diesmal leider nicht so viel gebracht. Denn wir haben den mit Abstand wohl schlechtesten Start von allen hingelegt. Wow, was zum Teufel? Was habt ihr mit denen gemacht, wenn ich fragen darf hier? Oh, eine sehr kurze Strecke. Oh, das gefällt mir. Das ist etwas, was mir gefällt. Ah! Holy shit. Jetzt müssen wir mal diesen kleinen Pimmelcorsa da vorne. Der darf nicht Erster bleiben. Wobei, selbst wenn er das bleiben würde, ich wäre immer noch Erster. Ich hätte dann 24 Punkte. Glaube ich. Nee, Quatsch. Man kriegt nur 8 am ersten, ne? Also 6 auf dem zweiten, schätze ich mal. Dann hätten wir halt 22. Draufgeschissen. Und wir wären trotzdem Erster.
Und wir sind Erster. Und das schon in der dritten Runde. Ah, dann haben wir ja jetzt schön Nitro zum Rausholzen. Zack. Wow. Ah! Egal, wir haben gewonnen. Das war wohl die kürzeste und angenehmste Strecke in einem URL-Rennen, die wir jemals hatten und auch jemals haben werden, glaube ich. Jetzt bloß nicht abkacken und dann ist alles gut. Ha, sehr schön. Irgendwie haben wir ziemlich wenig Rennen insgesamt zu fahren, und aber das ist, Schöne ist, dann bekommen wir irgendwie immer relativ schnell. Ja. Neue URL-Rennen. Also wir haben wohl was. Sponsorenverträge, gewonnene DVD-Cover. Ah, Zeitschriftartikel. Zeitschriftentitel fehlen uns noch 4. Okay, aber die DVDs haben wir alle. Also man bekommt ja, DVDs bekommt man ja nach jedem Stern. Also bei einem Stern, 2 Sternen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, dann würde ich aber an der Stelle erstmal sagen, bis im nächsten Part, euer Hexacore, bis dann. Und dieses Ding da oben sieht aus wie ein Scheißhaufen. Bis dann!